Wie feiern die Finnen Midsommar? Midsommar ist einer der wichtigsten Nationalfeiertage Finnlands. Es wurde ursprünglich als Sommersonnenwende gefeiert und später mit Freunden und Familie in einem ländlichen Sommerhaus. Es wird entweder eine feucht-fröhliche Party oder einfach eine Pause, Ruhe und Entspannung sind für viele Finnen die wichtigsten Punkte. Der traditionelle Midsommar ist in Finnland der Höhepunkt des Sommers und die beliebteste Zeit für den Beginn des Jahresurlaubs. Viele Finnen beginnen ihre Sommerferien am Vorabend des Midsommerfestivals Juhannus. Es wird immer am Samstag, den 20. und 26. Juni gefeiert. Es war ursprünglich ein heidnisches Fest, das Thor Ukko huldigte. Da er den Regen kontrolliert, muss er ihn gut behandeln, wenn er gut ernten will. Juhannus wird im ganzen Land gefeiert. Es ist nicht so, dass es nur der Norden hell ist. Nein, die Nacht ist im ganzen Land durchgehend weiß. Die weißen Nächte Finnlands beginnen jetzt. Lagerfeuer und Sauna sind eine der wichtigsten Traditionen des Midsommers. Grillen, Angeln und Bootfahren wurden später zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen am Midsommerabend, besonders wenn Familien in Sommerhäusern waren. In der Vergangenheit wurde über verschiedene Midsommersprichwörter gesprochen, in der Hoffnung, einen fruchtbaren und zukünftigen Ehemann zu haben. Juhannus ist auch ein beliebter Tag für Hochzeitsfeiern. Eine alte Legende handelt von einem Mädchen, das 7 verschiedene Blumen unter dem Kissen gesammelt hat. Also träumte sie von ihrem Verlobten. Sie werden sehen. Die Tradition des finnischen Juhannus ist uralt und tief verwurzelt. Heute finden im ganzen Land unzählige Veranstaltungen und Feste statt, die normalerweise bis in die frühen Morgenstunden dauern. Ob es Nacht oder schon wieder Tag ist, kann man nur erahnen, denn auf die Uhr schaut in dieser Nacht sicher niemand.